Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und heute geht's mit dem YouTube-Kacke-Adventskalender weiter, Folge 6. Ich weiß, wir haben heute den 12. und ich wünsche euch einen schönen dritten Advent. Oh, das muss auch mal gesagt werden hier, ne? Oh, das bin ich. Ja, ich brauche heutzutage auch noch Schwimmflügel und, ne? Ich hab, glaube, damals mit einem Seepferdchen gemacht. Hab ich noch ein Abzeichen? Nee, ich glaube, ich war danach so stolz als kleiner Bubele und habe so gesagt, das reicht mir, Mann. Damit kann ich mich überall bewerben. Mache ich heute echt wirklich so. Und ja, die nehme ich dann, ne? Wenn die wissen, okay, ich habe Seepferdchen, dann haben sie Respekt vor mir und dann sagen sie, ja, können sie morgen anfangen hier mit einem Gehalt von 2000 Euro. In einer Stunde natürlich. Ich war, vor 3 Tagen war ich auch in Nassgebieten. Und das ist jetzt mal absolut kein Witz, ne? Mein ganzes Bad war unter Wasser. Hab ich meine Frau schon so gefragt, hast du hier hingepisst? Und hat sie gesagt, nee, war sie nicht. Und ich habe mich halt gewundert, weil wir hatten keinen Rohrbruch, gar nichts. War einfach komplett unter Wasser. Komplett, ne? Also ihr müsst bedenken, ich habe im Bad so eine Stufe, also ne, wo die Tür halt ist, so eine Stufe und bis hoch war das Wasser. Ist leicht schon so übergeschwappt in meinen Flur rein. Und da habe ich mich so gewundert, hey, ich muss da irgendwo einen Rohrbruch haben. Oder habe ich irgendwie zu viel irgendwas genascht, was ich nicht naschen sollte oder so. Aber nein, es war nichts. Bis heute nicht einmal mehr passiert. Ich habe keinen Plan, wo das Wasser herkommt. Ohne Witz, keinen Plan. Einfach, ja, es war einfach Wasser da. Einfach so. Das ist ein Wetter, ne? Und so geht das schon seit Wochen. Wenn das so weiter regnet, das ist eine Qualität. Wird das Wasser steigen und ich kriege nasse Füße. Das Wasser im Bad wird machen nicht so gemacht. Das Bad mache ich so, wie ich will. Ob es dir nun passt oder nicht. Die Hundehütte bleibt so, wie sie ist. Die Hundehütte bleibt so, wie sie ist. Geil. Oh, ich muss ja ins Schwimmbad. Ich will bestes doch ausprobieren, ob der Pingel steht. Der Bademeister guckt gerade nicht. Nee. Ich zieh mir schnell noch eine Badehose an und dann steht er. Dann wollen wir doch mal. Ja. Hi. Ja. Ja. Was macht der denn hier? Mit so komischen Dingern am Arm. Was ist das? Ach, der lernt Vögel. Ist hier ein Bademeister? Weil da kein Bademeister und die Kinder stehen ja gerade am Rand. Hier könnt ihr aufhören, unter meinen Stuhl zu vögeln. Liebe Meerschweinchen, das wäre total lieb. Danke. Wäre kein Bademeister in der Nähe, würde ich einfach... Upsala, Entschuldigung. Ganz außersehen die Kinder reingeworfen. Was dagegen? Na, ich mische mich erstmal unauffällig unter die Badegäste. Achtung, fertig. Los. Ja, das finde ich gut, dass die Vögel lernen. Denn dann muss man auch keine Angst mehr haben vor dem Kuck. Geht das? Traust du mich ins Wasser? Doch, doch. Ich habe Angst. Soll ich zu den tief. Leuten auf den Kopf springen? Hm? Da könnte alles passieren. Und überhaupt, was manche so machen. Es hat aufgehört zu regnen. Ja, und jetzt habe ich ein bisschen Zeit, was auszuprobieren. Ja, scheiße, da kann man nicht mehr baden. Jeder hat doch hoffentlich was zu blasen. Hier, Spritzstärke 8 und jetzt geht's aber weiter mit dem Blasen. Ja, bitte, alle kommen glücklich. Sass. Und jetzt machen wir eine richtige Sau. Der Märchenonkel. Alter Falter, ey. Okay, das war jetzt fucking laut, ne? Ja, eine ungeschnittene Folge. Schade, dass hier nichts bearbeitet wurde, ne? Finde ich echt schade, weil genauso kenne ich die auch im Original. Und ihr werdet es gerade nicht glauben, aber es ist kein Witz. Ich hoffe, das Mikrofon, aber ich glaube, das Mikrofon dürfte das nicht aufnehmen. Ich hoffe schon. Hört ihr das gerade? Die 2 Vögel gerade ohne Scheiß. Hört auf damit! Könnt ihr mal!
das sein lassen? Dankeschön. So muss da auch mal sein, ne? Wenn ich das nicht darf, dürfte das auch nicht. Ja, ich darf es. War gelogen. Ja, war eine coole Folge. Guckt unbedingt das Original und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein und tschüss.